Die Setplan-Konferenz ist eine sehr wichtige und eine sehr gute Konferenz, die jedes Jahr stattfindet, wo man alle Beteiligten zusammenbringt. Und auch dieses Jahr ist die Veranstaltung wieder sehr super, ganz tolle Gesprächspartner, gute Panels, wo auch sehr viele Themen wirklich einmal offen angesprochen werden und es sehr zu einer Diskussion anregt. Die Setplan bietet eine Plattform, bei der man viele Leute aus ganz verschiedenen Bereichen treffen kann und so auch sein eigenes Blickfeld erweitern kann. The conference has been very interesting to me, the way it has been organized, involving actually the audience. I think it has been very useful to me, the debates, and to see how different entities even engage with the technology. Ich nehme ganz viele Visitenkarten mit. Das freut mich sehr. Was mir natürlich im Kopf hängen geblieben ist, dass natürlich viele auf diesen Bildungssektor halt eingegangen sind, weil uns ist allen bewusst, wir sprechen viel von Energie- und Klimawandel, aber so wirklich einen Durchblick haben wir noch nicht, dass da die Bildung natürlich jetzt einschreiten muss und sollte, ist für global gesehen ein ganz wichtiger Zustand, nicht nur Österreich oder Europa, das sieht man in China und Amerika genauso. Also ich war erst einmal von der sowohl qualitativ als auch quantitativ ungemein überrascht. Einfach was so die Player angeht, die Teilnehmenden. Das sind Vertreter der Großindustrie genauso wie Vertreter der Gemeinde. Und ich glaube, was es eigentlich ausmacht, ist, dass genau diese Spannweite, genau in dieser Spannweite das Thema zu behandeln, das ist relevant. Also das Spannendste war mal, hinter die Kulissen blicken zu können, wenn man von der Energiewende spricht, was das eigentlich auf EU-Ebene bedeutet, was da im Hintergrund alles läuft. Und da war das sehr, sehr spannend, da mal teilnehmen zu können bei dieser Konferenz, um so ein bisschen hinter den Vorhang blicken zu können. Das Zweite ist sehr, sehr inspirierend und vor allem, dass für diese Energiewende alle Instrumente schon vorhanden sind. Also ich gehe mit einem sehr, sehr positiven Gefühl hier raus.